Hallöchen und willkommen zurück zu The Longest Journey. Wir sind gerade im Wald bei den Zweigmenschen und können eigentlich auch mal eben mit den anderen reden. Hallo, Nadu? Hi, ich bin Willow. Vic ist der Älteste, Woody der Jüngste und ich hänge in der Mitte fest. Och, der Arme. Ich will dich nicht aufhalten. Vic hat hier das Sagen. Sprich lieber mit ihm. Okay, ich finde aber die Stimme eigentlich ganz nett. Das ist ein Zweigmann. Ja, hätte ich auch gewusst. Okay, und das ist Woody. Hallo. Hallo. Ich heiße Woody. Sie nennen mich Dummkopf, weil ich so langsam bin. Aber lass dich nicht aufhalten. Mit meinem großen Hirn kann ich nicht so schnell laufen wie meine Brüder. Ich kann eigentlich nur sinnlose Sachen wie rechnen, entwerfen und ein paar Instrumente spielen. Und ich schreibe gerade ein Buch über die Flora und Fauna von Elais. Oh, der Arme wird total missverstanden. Okay, dann gucken wir uns das mal eben an. Die untere Hälfte der Statue zeigt ein Wesen, das offenbar lauscht. Die obere Hälfte zeigt ein Wesen, das ruft. Okay, gucken wir das mal an. Wir müssen die Statuen jetzt irgendwie miteinander verbinden. Ich habe mir die Symbole rausgeschrieben, welche was bedeuten. Also die Statue ruft. Jetzt ist die Frage, sie ruft zu einer... Ich stecke mir eben den Schlüssel ein. Sie ruft zu einer Statue. Hier, die Seite, ist das richtig? Genau. Ich guck mal eben die Symbole durch. Das Symbol, das ist ja der Baum, richtig? Das ist ja dann das Symbol von hier, also das eigene, okay? Und wenn wir jetzt sagen, er hört, und zwar er hört vom, was ist das? Das ist die Ruine. Ja, okay, ich lasse das mal eben so. Ich schreibe das mal eben dazu. Also er hört, der Baum ruft von sich. Und hört von der Ruine, okay. Dann hätte ich gesagt, gehen wir mal zur Ruine als nächstes. Weil dann müsste ja die Ruine hören und zu einem anderen rufen, denke ich. Ich bin mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. So, Ruine, dann gucken wir das doch mal an. Okay, also wir haben hier unseren Schlüssel. Der kommt da rein. Und jetzt müssen wir drehen und zwar vermutlich wieder auf den... Ich guck mal eben, welche Symbole wir da haben. Okay, das sind alles so andere. Naja, dann wird es vermutlich schon das eigene sein. Und zwar war das dieser Pfeil. So, genau. Und jetzt sagen wir mal die Ruine. Und dann... Welches haben wir denn? Also wir hatten das hier, hatten wir noch übrig. Und ansonsten könnten wir ja vielleicht das hier nehmen. Und das ist dann nämlich die Klippe. Probieren wir es mal. Okay, jetzt müssen wir dann zur Klippe gehen. Und müssen dann oben das Klippenzeichen. Hier habe ich übrigens noch letztens mal gesehen, dass hier noch das Seil hängt, das wir wieder mitnehmen können. Ich weiß ja nicht, ob wir es noch brauchen, aber es kann ja nicht schaden.
jener. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Und zwar zur Klippe und müssen dann das Klippenzeichen und am besten dann noch irgendwie das Vulkanzeichen auch mit einbeziehen. Das war ja dann der Mund. Ich bin ja gespannt, ob das so klappt. Der untere Teil der Statue zeigt ein Wesen mit... Nein, hier. Okay, also Schlüssel wieder rein. Und jetzt haben wir gesagt, oben kommt dann das Klippenzeichen. Und zwar ist das auch gleich das erste hier. Und dann können wir mal gucken, ob unten, ob wir da das Vulkanzeichen herbekommen. Also das hier ist das Baumzeichen. Ansonsten hätten wir noch das Ruinenzeichen. Oder müssen wir es vielleicht andersrum machen, dass wir sagen, er hört das Zeichen von der und spricht dann zur anderen. Okay, ich glaube, das wird ein bisschen komplizierter. Ich glaube, ich gehe nochmal zum Vulkan. Weil wir müssen ja dann theoretisch... müssen wir dann reinsprechen in den Vulkan, also in diesen großen Mund. Und dann müsste das so lange übertragen werden, bis es beim Typen da rauskommt, damit der uns hört. Also bei dem Riesen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welches Zeichen das von ihm ist. Na komm, April, kletter ein bisschen schneller rein. Okay, das ist jetzt das vom Vulkan. Ach nee, jetzt habe ich den Schlüssel schon wieder vergessen. Nein, ich lasse den dauernd stecken. Mist, okay, nochmal zurück. Ah, diese Laufwege sind so ein bisschen nervig gerade. Aber, oh, das ist so kompliziert. Lass mich überlegen. Also, wenn wir da in Vulkan reinsprechen, dann müsste es die irgendwie miteinander verbinden. Und zwar so, dass dann... ja, genau, da ist er. Und zwar so, dass es dann irgendwie rauskommt beim Riesen. Ich sollte mir vielleicht auch aufschreiben, bei welcher Statue welche Zeichen sind. Mist. Also nochmal rein mit dir, April. Na los, kletter. Ja. Okay. Also nochmal. Das hier rein und dann können wir es ein bisschen drehen. Okay. Wir müssen jetzt am besten einfach mehrere ausprobieren. Ich lasse einfach mal das hier. Okay, wir haben jetzt hier das Zeichen von der Ruine. Das heißt, wir sprechen rein, dann kommt es bei der Ruine raus. Wir müssen dann bei der Ruine
Müssen wir dann einstellen, dass er hört? Von... Ja, genau, dass er das hört. Ja, so, und zwar, er hört es von dem Vulkan. Ach nee, ist schon eingestellt. Nee, doch nicht. Vulkan ist das andere. Eine dreieckige Öffnung. Sieht aus wie ein Schlüsselloch. Ja, ist schön. Ich hoffe mal, das gibt's jetzt überhaupt. Es kann natürlich auch sein, dass es rausgebrochen ist. Nee, da ist es. Okay, hier haben wir das Vulkanzeichen. Also er hört's von Vulkan und spricht's weiter. Nicht zu sich selber, das ergäbe ja keinen Sinn. Sondern... Was haben wir noch für Möglichkeiten? Die ganzen Symbole bringen uns nichts. Nee, nee, nee. Hä? Das geht doch jetzt gar nicht. Er kann es doch schlecht zu sich selber weitersagen. Oder? Nee. Oh, oh, das wird komplizierter, als ich gedacht hätte. Aber er hört's. Also, er bekommt's gesagt. Dann kann das aber nicht stimmen. Nee, dann kann es nicht stimmen. Also, er muss es definitiv weitersagen, und zwar zur... Hatten wir da noch eine andere Möglichkeit? Ach nee, falsche Richtung. Wir haben da jetzt nur den Pfeil und der Pfeil ist er ja selber, ist selber die Ruine. Die anderen Teile haben wir gar nicht. Nee. Muss er es vielleicht weitersagen zu irgendwie zu dem Vulkan selber, zum Ohr? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Oder müssen wir da jetzt so einen Kreis erschaffen irgendwie? Na, ich drehe mal den unteren. Dass wenn wir sagen, wir bekommen es gesagt, hier von der Klippe. Wir bekommen es gesagt von der Klippe und sagen es weiter zum Vulkan. Okay, das heißt, wir müssen dann bei der Klippe, müssen wir sagen, dass er es sagt, und zwar zur Ruine. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Wahrscheinlich nicht, aber ist ein Versuch wert. Auf geht's, April. Also gut, die Ruine. Also er sagt's. Der Ruine. Hier oben. Also sagen. Nicht sich selber, sondern. Hoffentlich gibt es das Zeichen. Jetzt. Eine dreieckige Öffnung. Ja. Sieht aus wie ein Schlüsselloch. Ist gut, ist gut. Er sagt's dem Baum. Hä? Da ist die Ruine. Okay, er sagt es der Ruine und bekommt es gesagt vom... Bekommt es gesagt von... Hier, vom Baum. Sagen wir mal so, er bekommt es gesagt vom Baum. Sagt es dann weiter an die Ruine sagt es dann weiter an Vulkan. Okay. Der Baum, dann gehen wir jetzt mal zum Baum. Der Baum bekommt's gesagt. Nee, Quatsch. Der Baum sagt es an die Klippe. Zurück, zurück, zurück. In den Dschungel.
Auf geht's, April. Lauf, 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 lauf. Also, der Baum. Der Baum sagt es nicht an sich selber, sondern er sagt es an die Klippe. Und die Klippe hat eine dreieckige Öffnung. Tut mir leid. Sieht aus wie ein Schlüsselloch. Da ist aber viel weggebrochen. Hier, er sagt es an die Klippe und bekommt es gesagt von der Ruine nie. Theoretisch hätte ich jetzt gesagt vom Vulkan. Aber ob das dann so stimmt? Hier können wir sagen, er sagt es vom Baum. Da ist der Vulkan. Boah, ich nehme mal wieder mit. Okay, und der Vulkan müsste es jetzt dem Baum sagen, theoretisch. Boah. Ach, können wir da reinsprechen? Ach, die Statue empfängt meine Stimme wohl gar nicht. Ah, okay. Na gut, dann gehe ich nochmal zum Vulkan. Und der Vulkan sagt es jetzt dem Baum. Und dann müssten die alle miteinander verbunden sein, theoretisch. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendwas falsch gemacht. Also Schlüssel. Jetzt brauchen wir den Baum, das ist dieses S. Nope. Nein, auch nicht. Hier. Den Schlüssel mal wieder mit. Das Symbol stellt eine der Telefonstatue. Ich sehe eine Statue unter einem riesigen Baum. Schön, schön. Und wo können wir jetzt reinsprechen? Irgendwo müssen wir doch reinsprechen können, oder nicht? Ich dachte hier. Nein, nicht hier. Hier können wir nur reingucken, aber nicht reinreden. Hatten wir irgendwo was, wo wir reinreden können? Ich guck nochmal zum Baum. Oh, da haben wir gerade erfahren, dass wir da nicht reinreden können. Hallo? Ach, die Statue empfängt meine Stimme wohl gar nicht. Okay. Die untere Hälfte der Statue zeigt ein... Ja, das haben wir schon... Mist. Wisst ihr was? Ich werde das jetzt mal eben ausprobieren und zwar in der Folgenpause und einfach mal hier ein bisschen drum knobeln. Das muss ich euch jetzt nicht antun. Also bis gleich. Tschüss.